Ja, schönen guten Tag. Wir haben uns vom Zeitungsclub mal die Frage gestellt, wozu dient eigentlich die Dachterrasse? Also die Dachterrasse ist in unseren Sommerfesten was ganz Wichtiges, nicht? Wir machen ja die Sommerfeste seit 2006, vielleicht auch zur Geschichte. Ich habe irgendwann mal einen Anruf gekriegt von Herrn Plattner. Sagte, ach, ich war jetzt bei einer Universität, Vanderbilt-Universität in den USA. Und dann bin ich abends spazieren gegangen und dann habe ich so Musik gehört, aber ich konnte nicht sehen, was ist. Die haben mich nicht reingelassen. Hatten wohl ihr Frühjahrsfest. Ich sagte, Herr Plattner, wir könnten ja im HPI ein eigenes Sommerfest haben. Mit tollen Musikern, die Studenten würden sich alle freuen. Ich sagte, mach mal. Und das ist dann 2006 das erste Mal gewesen. Und bei so einem Sommerfest sind ja viele Gäste eingeladen. Also dieses Jahr, glaube ich, haben wir die Genehmigung, 3.500 Gäste hier herzulassen. Da guckt ja immer die Feuerwehr und die Sicherheit, dass das Gelände, wenn was passieren sollte, evakuiert werden kann, also dass es nicht überfüllt ist. Und da sind so ein paar Gäste dabei, wie zum Beispiel Projektpartner, wie zum Beispiel Politiker, wie zum Beispiel von den Nachbaruniversitäten Präsidenten. Wo das mal eine Gelegenheit ist, neben den dienstlichen Gesprächen, die man immer hat und die dann meist unter Zeitdruck stattfinden, auch mal ein paar freundliche Worte und ein paar bisschen ruhigere Worte und vielleicht auch zu dem, was so rechts und links neben dem Dienst liegt, zu sprechen, was aber sehr hilfreich ist, dann auch für die dienstliche Kommunikation. Und jetzt ist das ein wunderbarer Platz hier oben. Ihr kennt das ja auch hier von unserem ganz normalen Leben mit diesem Blick aufs Ganze. Wir haben die letzten Jahre Glück gehabt mit dem Wetter, also auch mit schönem Wetter. Also kommen die gern. Und das ist immer ein guter Anlass, ein schönes Bild vom HPI zu zeigen, von der Beweglichkeit, von dem, dass wir uns ja alle zusammen bemühen, nicht nur hart zu arbeiten, sondern auch schön zu feiern. Also das ist, bin ich sehr froh, dass wir so einen Ort haben. Die Professoren dürfen ja auch auf die Dachterrasse natürlich. Wie gut kommt das Angebot bei denen an? Also die Professoren, das heißt nicht, wir dürfen, die sind natürlich auch Teil, das sind ja auch ihre Projektpartner, die hier sind. Und bei den Projektpartnern typischerweise natürlich dann auch, können wir nicht jeden der Projektpartner hierher bitten, sind das dann typischerweise die Leiter, zum Beispiel wie der Chef der Bundesdruckerei oder wie von der Deutschen Bahn jemand da im Vorstand. Also wo wir Projekte machen, wo wir gute Verbindung haben, hier Stadt Potsdam, die uns ja hilft, also wenn es jetzt um die Neubauten geht, wenn es zum Beispiel so eine Genehmigung, so ein Fest zu machen, da gibt es viele Widerstände, weil da entsteht ja ein bisschen mit der Musik auch ein bisschen Krach. Wir bemühen uns zwar und um 12 ist dann auch, wird dann sehr runtergefahren, aber da braucht man Verbündete. Und hier auf diese Weise können wir uns da nett bedanken. Sie haben ja auch schon den Ausbau angesprochen. Wenn jetzt mehrere Studiengänge hinzukommen und natürlich auch mehr Studierende, der Platz hier ist begrenzt. Wie sieht denn das in Zukunft aus? Also wir haben diesmal schon, sind ja schon mehr da mit dem ganzen Digital Health Bereich, mit den ersten vom Data Engineering, den ersten Studenten. Wir haben diesmal schon den Platz ein bisschen erweitert, nämlich indem wir mehr als sonst hinterm Haus machen. Es ist unter Umständen ein bisschen problematisch, weil wir dadurch das Fest, weil das Haus natürlich so ein bisschen in der Mitte steht, so in zwei Gruppen teilen. Und dann, es ist ja schön hier auch beim Tanzen, wenn dann viele da sind und da tolle Stimmung ist. Wenn das dann ein bisschen leerer ist, kann das sein, dass es auf die Stimmung schlägt. Also ich bin gespannt, wie das heute Abend läuft. Wenn das gut läuft, dann haben wir natürlich mit dem Platz auch hinterm Haus ein Riesenreservoir und können fröhlich weiter wachsen. Wie kommt denn das Musikangebot bei den Professoren so an? Also generell haben unsere Studenten guten Geschmack. Und manchmal, wenn da was ausgewählt wird, wo man gar nicht tanzen kann, dann weiß das ja unser Musikagent, dann beraten wir nochmal und dann ist es auch schon mal vorgekommen, dass wir den Zweitplatzierten eingeladen haben. Aber übrigens, ich erinnere mich an ein großes Fest, ich weiß gar nicht welches Jahr das war, da haben wir hinterm Haus gefeiert. Das war vor 4 oder 5 Jahren und da war die ausgewählte Band krank, konnten nicht kommen. Das haben wir 2 Tage vorher erfahren. Und dann hat aber, mit dem wir das zusammen machen, der Agent hat gesagt, ich kann euch jemanden schicken. Hat keinen Namen, Band hat keinen Namen, ist aber toll zum Tanzen. Vorgestern im Fernsehen, die waren dann da, es war eine ukrainische Band und die haben so toll gespielt,
als der schlimme Regen anfing, der fing übrigens an, als die den Song starteten, Monsun. Das war wie auf die Bestellung. Das war ein so schlimmer Regen, dass man irgendwie nach einer Minute durchnässt war. Und 250 Leute haben da stundenlang getanzt. Also da sieht man dann, was gute Musik ausmacht. Also ich glaube, auch heute ist wieder was Schönes angesagt. Übrigens, ganz am Anfang ging es los mit Bossos, die ja heute berühmt und unbezahlbar sind, auch für uns. Die waren noch gerade auf dem Sprung, bekannt zu werden. Und die sind übrigens dann auch, da war Herr Plattner damals da, er hat ja mit ihnen zusammen gespielt. Deswegen hat er gesagt, dann hinterher, kommt hoch, sind auch hier gewesen und haben dann mit Plattner angestoßen. Wenn es dann mit der musikalischen Untermalung losgeht, ist sie dann auf der Dachterrasse zu laut, sodass die Gespräche eingestellt werden? Wird dann zugeguckt oder gibt es weiterhin noch Smalltalk? Also, es wird zugeguckt. Die Professoren sind natürlich auch viel Zeit unten, ihre Mitarbeiter zu treffen, mit den Studenten zu sprechen. Ich bin auch immer wieder unten. Also das ist nicht permanent, dass hier sich versteckt wird. Es ist ein ganz klein bisschen ruhiger als unten. Das macht die Entfernung aus und dann kann man natürlich auch so ein bisschen in den Hintergrund gehen. Auf jeden Fall genießen die Leute hier den Ausblick, genießen die Musik. Und wenn es ein bisschen laut ist, das ist nun mal bei Studentenfeiern so. Ich merke das auch immer am nächsten Tag, dass man heißer ist, wenn man zu viel redet. Aber was soll's, einmal im Jahr und es ist toll. Das haben wir jetzt auch durchgehalten, immer am letzten Tag der Vorlesungszeit im Sommer. Also ich glaube, das ist eine gute und feste Tradition, die wir hier im HPI haben. Wie viele Professoren kommen denn pro Jahr ungefähr auf die Dachterrasse? Also diesmal haben wir, glaube ich, ein bisschen weniger Gäste als sonst. Und das liegt daran, dass die Sommerferien sowohl hier als auch in Berlin sind. Und das ist ja für die Professoren und auch für die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die Familie haben, dieses Jahr ganz kompliziert. In Brandenburg fingen die Ferien so früh an. Und wenn die dann Kinder haben, Schulpflichtige, dann gibt es nur eine ganz kleine Überschneidung. Dieses Jahr sind das gerade mal 2 Wochen, wo dann gemeinsam Urlaub gemacht werden kann. Denn die Professoren müssen natürlich hier Vorlesung halten. Und im Semester, also während der Vorlesungszeit, gibt es keinen Urlaub. Bringen die Professoren üblicherweise auch ihre Familie mit? Sehr, sehr häufig. Dadurch sind dann auch hier ganz kleine Kinder, die da sind. Also das sind natürlich über die Jahre, werden die dann groß. Das ist interessant auch zu sehen. Kennen sich dadurch auch untereinander. Also da kommt dann immer auch Friends and Family. Ab wann leert sich denn die Dachterrasse so üblicherweise? Auch das ist unterschiedlich. Manchmal kommt am Anfang ein großer Schwung. Da sind dann Leute, die das noch mit dem Arbeiten verbinden und dann auf dem Heimweg vorbeikommen. Manche kommen dann auch erst, wie die jungen Leute heute üblich, ein bisschen später. Also ich denke mal so um 11, 11:30, also noch bevor... Wenn unten noch alles voll im Gang ist, dann wird das hier schon ruhiger. Noch die letzte Frage. Welche besonderen Snack- und Getränkangebote gibt es denn hier auf der Dachterrasse, die wir nicht haben? Jetzt muss ich bekennen, weder eine vollständige Übersicht zu haben, was hier angeboten wird, noch was unten angeboten wird. Also das sind so kleine Vorspeisen. So Fingerfood, was man hier so im Stehen oder an den Stehtischen essen kann, gibt Getränke, aber sie finden all die Leute auch unten, zum Beispiel um da mal eine ordentliche Bratwurst zu essen. Okay, vielen Dank. Bitte schön und viel Freude beim Fest euch allen.